kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei einem neuen Projekt. Wir spielen die Gothic 1 Definitive Edition Modifikation. Ich habe in der Vergangenheit schon zweimal diese Mod gespielt, aber das hier ist eine andere, komplett überarbeitete Version. Das ist die Version 2.2.8 und wenn ihr diese auch spielen wollt, dann findet ihr die Links dazu in der Beschreibung, wie immer. Und ich würde sagen, wir starten jetzt ein neues Spiel und schauen uns das Ganze mal an. Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtat. Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtanischen Meer, verurteile ich diesen Gefangenen. Halt! Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut! Hinein mit ihm! Ja, und da sind wir... in der Barriere angekommen. Und wer lauert da schon am Ufer dieses kleinen Sees oder Teichs? Der Bullet. Willkommen in der Kolonie, Baby. Er ist einfach super Boxer geworden.
Noch einmal und du kannst was erleben. Scheiße, nicht mal Erz dabei. Komisch, dass er mir den Brief nicht abgenommen hat, ne? Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Warum haben sie dich hier reingeworfen? Ja, warum haben sie uns hier reingeworfen? Unschuldig? Wahre Worte zum falschen Mann? Schlägerei mit Folgen? Gewitzter Überfall. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Schlägerei mit Folgen. Stärke ist immer gut. Eine Herausforderung konnte ich noch nie abschlagen. Auch nicht von des Königs Gardisten. Dummerweise hat der König viele Gardisten. Zu viele. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Ja, bevor wir jetzt mit Diego weiterquatschen, wie ihr seht, es hat sich einiges verändert. Es gibt komplett neue Modelle, neue Animationen. Darauf können wir, glaube ich, das ganze Spiel dann eingehen und uns die verschiedenen Animationen angucken. Und auch die Barriere ist stetig präsent. Und ich finde, das gibt eine ganz coole Atmosphäre hier schon am Anfang. Ja, aber wir unterhalten uns erstmal in aller Ruhe mit Diego. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Ja, da schauen wir natürlich vorbei. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Brulit und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullet und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Also es ist schon nett von Diego. Ne? Er will die Leute freiwillig mehr oder weniger dazu bringen, dass sie zu ihm kommen, indem er sie überzeugt. Wenn er jetzt nicht aufgetaucht wäre, hätte Bullet mich vielleicht sogar umgebracht, wie er sagt. Oder die hätten mich einfach mitgenommen und ich wäre der neue Buddler XY gewesen. Gut, dass Diego aufgetaucht ist. Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Ja, das klingt ja einfach. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager, bevor ich es vergesse. Das Leben in der Kolonie kann sehr hart sein. Gerade für jemanden, der keine Erfahrung damit hat.
Wenn du also überleben willst, solltest du die richtigen Entscheidungen treffen. Ich würde sagen, ich kann auf mich aufpassen. Ich kann auf mich aufpassen. Aber sag mir später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ja, sehr cool auch mit dem wählbaren Schwierigkeitsgrad. Die Barriere, dass die immer da ist, das finde ich eine sehr interessante Designentscheidung. Sonst hat man ja immer nur teilweise gesehen und dann wieder nicht. Weil ich finde es cool, das hat so eine geile Atmosphäre, weil Gothic ist ja sonst sehr starr, es bewegt sich wenig. Aber wenn die Barriere ganze Zeit so im Hintergrund ist, es hat schon einen gewissen Charme. Ja, die Animationen sind überarbeitet, wie man sieht. Also die Laufanimation ist überarbeitet, die Ganganimationen sind überarbeitet, wirklich. Also man hat ja auch eben schon beim Bullet gesehen, das Kämpfen und so ist auch überarbeitet. Also das ist der Wahnsinn, was hier an Animationen noch rausgeholt wurde. Und auch, wie gesagt, Sprunganimationen und alles, ne, Seitwärtsschritte, das ist echt beeindruckend. Also ich war richtig geflasht, als ich das hier nur angetestet habe, ob es geht. Und ja, jetzt freue ich mich hier ins Abenteuer zu stürzen. Ich würde sagen, wir können ja mal, ich habe ja gespeichert, uns nochmal den Brief angucken, was da genau drin steht, den mal öffnen. Hochgeschätzter Meister Xardas, eure letzte Nachricht erhielten wir mit großer Sorge. Wir haben uns beraten und lassen euch durch diesen Brief unsere Entscheidung wissen. Die Bruderschaft bedeutet eine Gefahr. Eine Gefahr für die weiteren Abläufe unseres Handelsabkommens und damit für den König, das gesamte Königreich und auch für euer Leben. Deshalb solltet ihr zunächst Kundschafter aussenden und herausfinden, auf welchen Göttern und auf welchem Wissen ihre magische Macht beruht. Wenn ihr das herausgefunden habt, werden wir die Priester mit euren Erkenntnissen vertraut machen, auf dass wir gemeinsam diesem Spuk ein Ende bereiten werden. Schon in diesem Augenblick studieren die Gelehrten die alten Bücher. Über alle neuen Erkenntnisse berichten wir euch umgehend auf gewohntem Weg. Möge Innos uns schützen. Rigaldo, Marschall des Königs. Ich lade das wieder, weil sonst fällt die Belohnung sehr schlecht aus, wenn man dann den Brief abgibt. Und ja, sehr interessant. Eine Sache, die ich diesmal auch vermehrt machen wollte, und zwar mal so einen Blick ins Logbuch, weil hier steht ja auch immer was drin und ich würde sagen, wir können uns ja bei diesem Let's Play das auch ein bisschen angucken. Also, wir haben hier Aufnahme im alten Lager. Um bei Gomez Leuten im alten Lager aufgenommen zu werden, soll ich mich bei Torus melden. Okay. Ein Magier gab mir einen Brief, kurz bevor ich in die Kolonie geworfen wurde. Dieser Brief soll den Anführer der Feuermagier in der Strafkolonie erreichen. Ich meine, das ist sehr simpel bis jetzt, aber bei manchen Quests und bei manchen Storyabschnitten gibt es im Logbuch noch ein paar mehr Informationen, auch von der Sichtweise des Helden. Das ist ja ganz interessant. So, hier sind einige Gardisten. Den quatschen wir mal. Was kannst du mir über den Austauschplatz erzählen? Hier findet der Austausch mit der Außenwelt statt. Der König schickt uns Waren und er bekommt im Gegenzug das magische Erz. Wie steht's denn so? Gerade angekommen, wie? Siehst nie aus, als könntest du es weiterbringen als manch andere hier drin. Ist auch sehr interessant, dass er uns dieses Potenzial zuschreibt. Anscheinend haben wir eine gewisse Ausstrahlung als Held. Übrigens hat der Held ja auch kein Bart, wie man sieht. Ich glaube, es war so, dass der mit den Kapiteln nachwächst. Erzähl mir was über die Kolonie. Du wirst draußen in der Wildnis nicht lange überleben. Dein erstes Ziel sollte das alte Lager sein. Dort findest du bessere Ausrüstung. Übrigens auch ein nettes Detail, was mir gerade noch auffällt. Das Schwert steckt so ein bisschen durch die Rüstung, um so den Eindruck zu hinterlassen, als wenn man das in dieser Gürtelschnalle da hätte. Ne? Weil die ist ja auch eigentlich dafür da, damit die Waffe da hält. Die ist halt nur texturiert, aber ist auch ein nettes Detail. Was kannst du mir über die Kolonie erzählen? Wenn du hier drin überleben willst, machst du besser, was wir dir sagen. Wir? Na, wir Gardisten eben. Wir unterstehen direkt den Erzbaronen. Sie stehen an der Spitze der Nahrungskette hier in der Kuppel. Was läuft am Austauschplatz? Hier kommt das Zeug aus der Außenwelt an. Anschließend geht der ganze Kram ins Lager. Wie steht's? Bist wohl gerade angekommen, was? Geh weiter und lummer hier nicht herum.
finde es auch übrigens sehr cool, dass hier Gardisten rumhängen, weil sonst war hier nie viel los. Hey du. Erzähl mir was über den Austauschplatz. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Der König bekommt sein Erz und wir bekommen, was auch immer wir wollen. Wie ist die Lage? Verschwinde und quatsch mich nicht voll. Was muss ich über die Kolonie wissen? Du solltest immer ein paar Dietriche dabei haben. Es gibt hier jede Menge verlassene Lager und Ruinen, in denen sich noch Truhen mit Beute befinden. Vorausgesetzt, du beherrschst das entsprechende Talent. Mhm. Was kannst du mir über den Austauschplatz erzählen? Hier findet der Austausch mit der Außenwelt statt. Der König schickt uns Waren und er bekommt im Gegenzug das magische Erz. Wieso hat er seinen Kopf so komisch gehalten? Wie steht's denn so? Gerade angekommen, wie? Siehst mir aus, als könntest du es weiterbringen als manch andere hier drin. Erzähl mir was über die Kolonie. Du wirst draußen in der Wildnis nicht lange überleben. Ja gut, das haben wir ja gerade schon gehört alles. Gibt es denn hier noch eine namenhafte... Verschwinde, sonst breche ich dir die Knochen. Eine namenhafte Persönlichkeit, wollte ich wissen. Brichst du mir wirklich die Knochen oder... Mach noch einen Schritt und das ist dein letzter. Okay, dann halte ich mich da mal lieber dran. Gerüsteter Scavenger. Salz. Na, wie sieht's aus? Was willst du von mir? Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Nicht viel. Das hier ist der Austauschplatz. Hier gibt's nicht viel zu sehen und nicht viel zu holen. Außer eine neue Lieferung kommt rein. Auch der Bogen wird anders getragen. Ist alles sehr interessant. Da ist auch ein Hebel. Vielleicht kann man den ja betätigen und dann geht der Aufzug hoch. Naja, ich würde sagen, wir ziehen erstmal... Verschwinde, sonst breche ich dir die Knochen. ...weiter. Der Typ mag uns nicht. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas liegt. Wir können ja mal kurz Tauchgang machen. Aber hier sind nur ein paar Skelette. Hier irgendwie kann ich nicht mehr auftauchen. Ich hänge fest. Ja, das wird jetzt kein gutes Ende nehmen, würde ich sagen. Merkwürdig. Mich, glaube ich, verfangen. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Naja, passiert. Da muss ich wohl, vielleicht wurde das extra eingebaut, dass man sich in diesen Wasserpflanzen verfangen kann. Ich weiß es nicht. Oh shit. Das wollte ich nicht. Hier ist auch noch eine Pflanze. Eine unsichtbare Wand, was soll das denn? Unsichtbare Wände mag ich ja gar nicht. Oh. Hey! Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Allerdings. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden.
Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich meine, andererseits könnte, es gäbe die geringe Chance, dass Gomez Frauen nett behandelt. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Wenn man das so sieht, wenn die Frau wirklich vorne in einem Kerker saß, im Knast, und dann in die Barriere kommt und dann im Haus der Erzbarone wohnt, klar, er wird die dann behandeln wie seine Frau, um es nett auszudrücken. Aber sie hat vermutlich besseres Essen, ein warmes Bett und man weiß ja auch nicht, was das für Frauen sind. Die werden ja irgendeine Art Verbrechen begangen haben, ne? Ich meine, ganz freiwillig werden sie ja nicht hier sein, ist klar. Aber auf lange Sicht, vielleicht haben sie sogar ein besseres Leben. Und vielleicht ist sogar Gomez zu Frauen gar nicht so böse und er hat sich zum Beispiel so eine Velaya ausgesucht und die sieht er dann auch als seine Freundin oder Frau und behandelt sie gut. Man weiß ja auch sehr wenig über die Erzbarone schlechthin. Ich meine, in Acholos haben wir jetzt über einen der Erzbarone, Spoiler, was erfahren. Aber so generell haben die ja schon sehr wenig Charakter. Zumindest kriegt kaum was mit, ne? So, ich sollte ein bisschen was essen. Oh, guck mal, man sieht sogar, wie viel das regeneriert. Das ist ja auch ein nettes Detail. Ja, und dieser Ausblick, der ist auch jedes Mal wieder was Besonderes, ne? Man das erste Mal wieder in die Kolonie kommt nach einiger Zeit und dann das hier sieht, es catcht mich jedes Mal. Und gerade mit dem Renderer, man kann so schön weit gucken und dass die Barriere auch gerade hier permanent zu sehen ist. Untermalt das Ganze so schön. Ein Träumchen. Holz für Pfeile. Ja, ich habe noch keine Ahnung, was für ein Charakter ich spielen soll, was ich machen soll. Vielleicht gehe ich einfach einen klassischen Weg, Stärke-Charakter mit Zweihänder oder irgendwie sowas. Gilde, da bin ich auch für offen. Also man hat ja auf meinem Kanal schon alles gesehen. Ich glaube, das letzte Mal war ich ja wieder bei der Bruderschaft, deswegen vielleicht diesmal wieder altes Lager oder vielleicht neues Lager. Mal gucken. Da habe ich leider gerade einen Lederbeutel verpasst. Da muss ich nochmal hochspringen. So, dann machen wir mal vorsichtig. So. Erzbrocken. Ups. So, wir tun mal einfach so, als ob dieses kleine Fauxpas nicht passiert ist und ja, machen wir weiter. Ich bin sehr unglücklich gefallen. Ich hatte volle Leben und das hat mir trotzdem meine ganze Lebensenergie geraubt. Erschreckend. Man könnte meinen, der Held heißt Geralt. Mit Vornamen. Hier sind die Animationen ganz anders nochmal. Das ist richtig cool.
Ich glaube, Fleisch abnehmen musste ich hier lernen. Das konnte man nicht einfach so. Was ich auch ganz interessant finde. Aber ja, ich glaube, auch wenn jemand jetzt das erste Mal ein Tier tötet, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob der Held das erste Mal ein Tier tötet, aber wenn man es dann tut, wer würde einfach sich sein rostiges Schwert schnappen und dann aus dem Kadaver des Tieres einfach alles rausschneiden? Ohne Kenntnisse. So, schauen wir auch mal hier oben. Diese Sprunganimation ist sehr geil. Ja, läuft. Gegen 2 wird vielleicht etwas schwierig. Und der kleine Schwein. Was haben wir hier noch? Becher und Erz. Da lauert noch ein kleiner Goblin. Der wird jetzt auch seinen Meister in uns finden. Hoffentlich. Wie sieht es eigentlich mit Talenten und so aus hier? Anfänger 5%. Haben wir hier das System von Gothic 2? Schlösser knacken 5%. Alchemie gibt's hier auch. Kochen gibt's als Handwerkstalent. Bognerei. Interessant. Die Keule ist vermutlich nicht besser als mein Schwertchen. Joa, das läuft doch. Diesen Ausblick muss ich jetzt auch einmal genießen. Eigentlich ist das hier auch so eine leere Ecke. Damit könnte man auch, was Schönes machen. Ah, einfach ein Träumchen. Führen wir unsere Reise mal fort und gehen nach unten. Das Ganze hoffentlich ohne zu sterben. Pfeil kommt auch mit, die Fackel auch. Ich hier nicht normalerweise mal ein altes Schwert noch. Das ist leider weg. Ist auch sehr interessant, dass überall jetzt so Sprungrollen verteilt sind. Damit die Magie-Interessierten auch schon früh auf ihre Kosten kommen. Aber man muss ja auch sagen, das ist eigentlich ein bisschen unlogisch. Wenn hier Gardisten und so durchgehen, ich glaube, Magie ist so selten, das müsste man doch eigentlich aufsammeln und mitnehmen, oder? Und ich habe mich schon immer gefragt, wer ist er hier? Weil er hier wurde extra an diesen Baum aufgeknüpft, wo jeder vorbeikommt. Also ich gehe mal davon aus, das war irgendeiner, der hängt ja auch schon länger hier. Von den Gardisten vielleicht, von den königlichen Gardisten. Vielleicht der Leiter der... oder quasi, es gab ja einen Pass, wo die Gefangenen immer durchgeführt wurden. Und vielleicht der den Pass bewacht hat oder irgendjemand, der die Gefangenen da immer reingebracht hat. Das wird ja Sinn machen, wenn man den da aufknüpft, damit ihn auch jeder sieht.
hier muss ja früher oder später jeder vorbeikommen. Da unten liegen auch ein paar Tränke. Da könnte man eigentlich mal hinspringen, aber da sind Blutfliegen. Blutfliegen sind ein bisschen zu heftig eigentlich. Rostiges Schwert, ja, das ist genauso gut. Tränke nehmen wir mal mit. Ein bisschen Sumpfkraut. Vielleicht liegt ja hier auch noch was. Das ist natürlich immer so interessant bei den Erweiterungsmods. Da könnte an jeder Ecke ja noch was Neues liegen. Dann lohnt es sich, vielleicht auch schon früh mal in solche Gebiete reinzuschauen. Aber hier scheint jetzt nichts zu sein. Sollte man sich vielleicht auch den Telekinese-Zauber wieder schnappen und dann durch die Gegend so laufen und den dabei halten, damit man alles angezeigt bekommt. Können wir ja dann bei Gelegenheit machen. Aber ich freue mich auf jeden Fall wieder Gothic 1 zu spielen, gerade nach Acholos. Ist das wie so eine schöne Heimkehr jetzt. Gerade weil Acholos ja auch vor Gothic 1 spielt. Ich denke, diese Version bietet sich da perfekt an. Ich habe dann auch überlegt, danach halt wieder Gothic 2 zu spielen und dann überlege ich auch gerade noch, mit welcher Erweiterungsmod. Bieten sich ja einige an. Es gibt riesige Erweiterungsmods wie Returning oder es gibt auch ja, Remastered Edition oder die Liver Edition in verschiedenen Varianten mittlerweile. Die sind ja auch grafisch wieder sehr aufgehübscht, kommt dieser Version hier sehr nah von dem Look. Mit den Jägern rede ich gleich. Aber ich möchte gerne in diese Höhle hier schauen. Und ich weiß, es ist jetzt mindestens einer wieder. Mindestens einer, der wieder sagt: Hä? Da ist eine Höhle? Oh shit, ein Lurker. Na du, ein kleiner Lurker-Freund, kann ich dich verletzen? Ich kann dich verletzen. Okay, wir sind einem Gothic 2 System dann eher sehr nah, weil normalerweise könnte ich einen Lurker in Gothic 1 nicht ich glaube, ich habe etwas gefunden. Nicht verletzen. Ja, diese versteckten Orte, das ist auch so eine Eigenheit der Definitive Edition. Was haben wir hier gefunden? Ein Razor-Messer. Eine verwitterte Axt. Ja, wir können ja mal... 2 Stärkepunkte fehlen mir noch. Habe ich nur 5 Stärke? Ah, okay. Ich hatte nur 5 anfängliche Stärke. Okay. Schön, schön. Übrigens... Die Soundeffekte sind ein bisschen laut, aber bei Gothic gibt es ja das Phänomen, wenn ich hier auf Audio gehe, die Musik mal einen Tacken leiser machen, glaube ich, die Effekt- und Sprachlautstärke, die ist zusammengeregelt. Und wenn ich die Effekte noch leiser mache, dann werden auch die Stimmen noch leiser. Und, im Endeffekt tut sich da nicht viel. Versteht ihr vielleicht die Stimmen auch noch schlechter? Deswegen lasse ich es jetzt erstmal so. Vielleicht passe ich das dann gegebenenfalls noch in zukünftigen Episoden an. Aber das ist immer so blöd, dass die Effekte und die Sprache zusammen geregelt sind. Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie?
Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Ja, das ist auch immer so geil, ne? Ich muss mich jedes Mal darüber amüsieren, dass er sagt, wenn man weiß, wie. Aber ich weiß nicht wie, also frag meinen Kumpel. Das ist so dumm. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Danke. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Okay, das ist diesmal eine Quest. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Das werde ich tun. Beim Regenwetter verschwindet die Barriere allerdings, aber macht ja auch Sinn. Da sind vielleicht die Wolken dann so, dass sie die Barriere einfach verdecken. Aber sieht sehr schön und atmosphärisch aus. Steck die scheiß Waffe weg! Dein... So, Drax. Habe ich überhaupt ein Bier? Wo finde ich mein Bier? Nee, Reisschnaps habe ich. Ach, ich halte mich da lieber raus. Weil der will doch ein Bier haben. Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Ich hab kein Bier. Dann geh und hol eins. So billig kommst du nie wieder an einen guten Rat. Und wenn du schon mal dabei bist, bring gleich noch etwas Erz mit. Ich kann dir einiges über Tiere beibringen, aber das kostet dich was. Das ist wahrscheinlich auch so ein Dialog, den viele noch nie gehört haben, weil man immer eigentlich ein Bier dabei hat, weil man das in der ersten Kiste da oben findet. Aber es ist sehr schön, was für ein Detail gerade immer in die ganzen Dialoge geflossen ist. Dass auch wenn man mal was nicht direkt abgeben kann, dass es dann so einen längeren Dialog gibt, der noch einmal was erklärt. Das ist gut gemacht. So, hier sind überall Scavenger. Und hier ist ein Lager. Die Wolfsfelle, die können wir auch mitnehmen. Kann ich direkt mal pennen. Was sind das für Geräusche? Was war das für ein Geräusch? Das war richtig gruselig. Ich dachte, jetzt kommt irgendein Monster oder so. Oder war das einfach der Held, der so schnarcht?
Abgebrochen. Abgebrochen. Okay, ändert sich die Kombination? Es ist interessant, dass das von Haus aus hier dabei ist. Ne? Dieser Dingshilfe. Wieso steht das da jetzt immer noch? Abgebrochen. Abgebrochen. Ist das ein, soll das so sein? Dass das da noch steht? Abgebrochen. Vielleicht ist das einfach nur ein Anzeigefehler. So, schaffe ich einen großen Scavenger? Da zerhackt er mich mit seinem Schnäbelchen. Komm ran. Okay, ich kann noch ausweichen. Das macht die Sache natürlich einfach, aber vielleicht soll ich nicht die ganzen Scavenger kaputt hacken, wenn ich noch nicht Fleisch nehmen kann. Ich habe auch jetzt nicht geguckt, ob Fleisch prozentual heilt, aber wenn das der Fall ist, wäre das ja schön. Die werden mir jetzt mit Sicherheit meine Erfahrung klauen. Aus dir mache ich Kohle. Meine Erfahrung ist viel weniger. Es war wirklich meine Erfahrung. Hinaus. Interessant, dass es hier Sklavenbrot gibt. Wenn das nicht normalerweise, ich kann gar nicht mehr sprechen. Normalerweise, waren das nicht normalerweise alles hier diese Höllenpilze? Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Lass mich vorbei! Hier ist kein altes Lager. Ich bin schwer getroffen. Hey du! Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Oh shit. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Da ist der Blutfliege. Ja, sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Ich werde bestimmt nicht in den Minen für euch schuften. In dem Fall bist du wohl unser zukünftiger Kollege. Dann sei schon lieb zu uns, wir sind nämlich morgen auch noch da. Ich habe gehört, es gibt auch noch andere Lager. Das glaubst du doch selbst nicht. So wie du rumläufst, schaffst du es nicht mal bis dahin zu kommen. Und jetzt weg mit dir. Ja, der hat's ja erledigt, sehr gut. Auch schön, dass noch so ein ergänzender Dialog hier ist. Man sollte dann auf jeden Fall mal die ganzen Leute auch ansprechen. Und gucken, was die so zu erzählen haben. Der gehofft, dass vielleicht eine neue Laufattacke da ist. Aber vielleicht gibt es ja eine neue Laufattacke, wenn man besser in der Kampfhaltung ist. Das könnte natürlich sein. So, was geht bei euch so ab? Oh, darf ich das eigentlich nehmen oder seid ihr denn sauer? Oh,
Oh. Komm. Hä? Okay, sie greifen mich doch an. Nein. Junge, der Boxer, ne? Ist so schnell mit seinen Attacken. Kann ich auch nicht blocken. Versuch das nicht nochmal. Nein! Wie er das aufsammelt. Danke für das Erz, du Held. Nette Waffe. Her damit. Ich akzeptiere das jetzt mal. Das ist eine Regel, die ich mir dann auferlege. Denn, wir machen das jetzt anders. Wir rechnen uns an den jetzt. So einfach kommen die mir nicht davon. Die Rabauken. Ah, Alter. Verbrennst! Du hast ihn umgebracht. War das nötig? Wo hat er die Waffe her auf einmal? Okay, wir sind jetzt schon ein Mörder. Das ist kein guter Start. Aber es war ein Versehen. Er ist auch tot? Okay, wir sind ganz schön böse. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Aber ich akzeptiere das. Irgendwie brechen die Frames ein, wenn man in die Truhe geht. Soll das so sein? Naja, die erste böse Tat ist dann auf jeden Fall schon getan. Ja. Was sagt man dazu? Lenken wir mal vom Thema ab. Sie haben einen sehr schönen Eingang. Hier, mit einer netten Stein- und Holzverkleidung. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Danke. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Achtet mal auf die Aussprache vom Helden jetzt. Was machst du hier? Ich passe auf, dass hier keiner reinkommt, der von Gomez nicht erwünscht ist. Also mach keinen Ärger, wenn du drin bist, sonst bist du das letzte Mal hier gewesen. Bei diesem Satz finde ich es immer so witzig, weil er sagt, was machst du hier? So als ob er ihn kennen würde, als ob er verwundert, also dass genau er da steht, als ob er sich darüber wundert. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Weil sonst sagt er immer eher so locker, was machst du hier? Hi. Was willst du? Was kannst du mir über das Lager sagen? Am interessantesten hier ist wohl der Marktplatz. Wenn du mal was Bestimmtes suchst, da kriegst du fast alles. Es ist der Platz unter dem großen Dach im Süden des äußeren Rings. Mhm, danke. Wen von den Leuten hier sollte ich kennen? Wenn du mal Probleme mit den Gardisten hast, geh zu Gravo. Du findest ihn am Waschplatz beim Burgtor. Er kümmert sich um Leute, die Ärger haben. Besonders bei Neuen passiert das hier schneller, als du denkst. Ich will ein Schatten werden. So, hast du schon mit Diego geredet? Das ist doch lange bekannt.
Ja, habe ich. Gut, tu einfach, was er sagt. Das ist doch alles. Das hat mir auch nicht geschadet. Jedenfalls nicht wirklich. Das passiert mir nicht normal. Er musste es ja okay. Ich dachte, das wäre schon lange. Das sind doch alles nur Gerüchte. Frag mich, wann eine Mod endlich mal einbaut, dass man dieses Feature braucht, wo man sich mal darin verstecken muss. Obwohl, man hatte das bei Acholos, ne? Bei Acholos musste man sich irgendwann mal in einem Fass verstecken, in dem Zuge einer Quest. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Aber war's für dich? Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Okay. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Nun, du könntest dich Gomez-Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Okay. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich hier beweisen will, braucht einen Fürsprecher. Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. So läuft das hier. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein. Die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. So, du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren, verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht.
Aber guck mal, das ist eine Sache, die ich auch nicht so wirklich verstehe. Okay, ja, er ist Bote der Magier. Aber deswegen heißt es doch nicht, dass er machen kann, was er will. Wenn Torus, der Anführer der Gardisten, jetzt zu den Feuermagiern geht und sagt, hör mal, ihr habt da so einen Magier-Kurier, der klaut unsere Sachen und verkauft die dann zurück, dann könnten doch die Magier ihn auch tadeln und sagen, wenn du das noch einmal machst, dann fliegst du halt raus und dann verlierst du alle deine Privilegien. Problem gelöst. Also ich meine, wahrscheinlich waren die ganzen Gardisten so eine gewisse Distanz zu den Magiern, weil sie Angst oder Respekt haben, gerade weil Magie so eine mystische Sache ist, die man vielleicht nicht versteht, womit man nichts zu tun haben will. Aber trotzdem finde ich so, gerade Torus ist doch so ein starker Mann, sage ich jetzt einfach mal. Der könnte doch zu Coristo hingehen oder auch zu einem der anderen Magier und das einfach mal ansprechen. Ne? Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. An verschiedenen Stellen im Außenring. Das klingt grob und böse. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Wie gesagt, die ganze Sache gibt für mich wenig Sinn. Weil, wenn man das einfach dem Magier erklären würde, weil es ist ja auch schlecht für die Magier, wenn die Magier Leute einsetzen, die weitere Spannungen zwischen dem alten und dem neuen Lager verursachen. Wo finde ich Mordrak? Du findest ihn am Südtor, auf der anderen Seite der Burg, direkt hinter dem Eingang. Weiter traut sich dieser Halunke nicht ins Lager. Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Ja, zu dem umbringen Thema, das habe ich ja sogar mal in einem anderen Video angesprochen. Ich finde das sehr heftig, dass der Held direkt sagt, soll ich ihn umbringen? Weil, wenn man noch nie jemanden vorher umgebracht hat, warum sollte man denn direkt sagen, hey, soll ich den umbringen? Oder er will einfach nur stark wirken oder er will nur mal auf Nummer sicher gehen, dass er ihn nicht umbringen soll. Also so quasi, soll ich den umbringen oder was erwartest du jetzt von mir? Also so in der Fragestellung. Aber ich meine, unser Held, wie ich ihn hier gerade gespielt habe, er hat ja diese Folge schon zwei Leute umgebracht. Also da passt's auch, wenn er das fragt. Ich kümmere mich darum. Ja. So, wir können mal in unser Tagebuch gucken. Mal haben wir Karte für Redford. Im alten Lager gibt es einen Kartenzeichner namens Graham. Redford schlug vor, dass ich versuchen sollte, ihm eine seiner Karten zu klauen. Sehr schön. Boris hat mich damit beauftragt, einen Banditen namens Mordrak aus dem Lager zu vertreiben. Wie ich das anstelle, hat er mir überlassen. Außerdem darf niemand erfahren, dass Torus dahinter steckt. Mordrak hält sich am Stadttor auf der Rückseite der Burg auf. Okay. Diego guckt so richtig deprimiert auf den Boden und hat gar keinen Bock, dass ihn jemand anspricht. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Fangen wir direkt an? Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Dann hau mal raus. Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken,
bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Mhm. Ja, Diego will alles dafür tun, dass man bei ihm mitmacht im alten Lager, ist ja klar. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du es so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Ich mag Diegos Gelassenheit total. Und man kann ja auch aus so einer Situation das Positive machen, ne? Und sich hier ein verhältnismäßig gutes Leben aufbauen, so wie Diego das geschafft hat. Also das Beste draus machen ist natürlich, die Grundsituation ist schlecht, aber er ist positiv geblieben. Zumindest strahlt er das aus, so eine Gelassenheit und Ruhe. Deswegen ist er mir auch so sympathisch. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Bei wem kann ich was lernen? Für den Anfang solltest du dich an Fingers halten. Er ist der geschickteste von uns. Wenn du die Augen aufhältst, wirst du noch andere Leute finden, die dir etwas beibringen können. Wo finde ich diesen Fingers? Seine Hütte liegt etwas zurück, direkt an der Burgmauer, wenn du von hier zur Arena gehst. Wenn du vom Burgtor stehst, geh links runter. Da geht's Richtung Arena. Mhm. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Auch das ist sehr unlogisch. Ich meine, man könnte sich schon was Besseres ausdenken als Diego schickt mich, weil Diego schickt mich ist ja kein Schlüsselwort oder so. Und jeder kennt Diego, weil jeder vermutlich an einem Punkt mit Diego sprechen wird, wenn er immer am Austauschplatz rumlungert und die Neuen begrüßt, ne? Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Schön, schön. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mach's gut. So, wir haben schon 10 Lernpunkte. Ich könnte ein bisschen... Oh, im Inventar ruckelt's aus Gründen. Ein bisschen, aber auch je nachdem, wo ich stehe und was ich gucke. Das ist etwas merkwürdig. Ich könnte natürlich auf Stärke gehen, aber wir können ja das erstmal auch dabei dabei kann schon gar nicht mehr reden. Heute ist echt der Wurm drin. Lassen es erstmal mit dem Lernen sein und lassen diese Folge jetzt ausklingen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. In der nächsten Folge geht's hier weiter und ja, das war's, ne? Macht's gut. Hey, was wollt ihr noch hier? Das Video ist jetzt vorbei. Versteht ihr das nicht? Von mir aus gebt noch einen Daumen nach oben oder abonniert den Kanal. Aber dann solltet ihr euch endlich verziehen.